Willkommen in Malaga. Hallo. Wer ist größer, du oder der Koffer? Der Koffer. Hallo. Hola. Hola. Hi, ich bin der Jörg. Gott. Danke fürs Koffer hochtragen, Josh. Das sieht viel besser aus, als ich gedacht habe. Ja. Mach mich mal eine Rundtour. Ja. Hallo, willkommen in Malaga. Kommt ruhig rein. Dies ist unser Etablissement für die Tage hier. Hier befinden wir uns im Stadtteil. Keine Ahnung. Bin ich überhaupt gerade drauf? Ja, bist du. Okay. Die Kamera ist noch neu. Ja. Das ist unser wunderschönes S-Living Kitchen Area. Hier stehen wieder unsere zwei Modepuppen. Einmal die Sally, die Sie vielleicht schon aus anderen Videos kennen. Und natürlich die gute Shishi. Aber gehen wir mal weiter. Hier befindet sich auf der rechten Seite das Raucherfenster oder auch Wäschefenster von anderen Menschen genutzt. Hier befinden wir uns in der wunderschönen Küche und da hinten geht es dann über zu Shishis Nachtbereich. Man wüsste nicht, dass hier eigentlich ein Nachtbereich wäre, aber er befindet sich dort. Kommen wir nun hier weiter hinter der Küche, geht es in das Wohnzimmer. Nein, das ist Klo! Das stimmt! Badezimmer. Was soll denn gerade mich betreten darf? Geh mal weiter. Du kannst ja dann schöne Schnittbilder machen. Hier sind wir in den wunderschönen zwei anderen Schlafzimmern. Das ganze Apartment kriegt ihr für rund about 50 Euro die Nacht. Zweites Schlafzimmer ist auch so unordentlich, dass Sally und Sally nicht aufräumen können. Das ist so eine andere Geschichte, aber egal. Es war sehr schön mit Ihnen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche bei Architecture Digest. Aber was kann man Malaga überhaupt machen? Freut mich, dass du fragst, Maren. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mich natürlich sehr belesen, was Malaga überhaupt ist. Malaga ist anscheinend eine der weltweit ältesten Städte. Ja, in Malaga befinden sich nämlich... Halt mal deine Fresse, Alter! In Malaga gibt es nämlich ganz viele Orte, wo man das alte römische Reich noch sehen kann. Zum Beispiel hier. Hier ist so eine Glasscheibe und da kannst du durchgucken. Die Cathedral. Dieser Tour, da gab es eigentlich mal zwei. Wieso es keine zwei gibt, weiß ich nicht. Es war ja klar, dass hier wieder Baustelle ist, Junge. Also, hier ist eine schöne alte römische Burg, heißt Alcazaba, irgendwas anderes noch. Wir gehen da jetzt hoch und da ist anscheinend der schönste Ausblick auf ganz Malaga. Und es hat noch 2,50 Euro gekostet, also das ist auf jeden Fall ein guter Schnapper, wenn ihr hier seid. Hallo. Wir sind in einem Palast. Das ist hier. So wunderschön. Schrei mal rein. Hallo? Da liegt voll viel Geld drin, ey. Oh mein Gott. Davon könnte ich meine Miete bezahlen. Ist ein Weg, ne? I don't know. Solange es jetzt nicht noch weiter hochgeht, bin ich sogar auch glücklich. Gigi, bist du da? Ich bin da. Oh. Wow. Oh mein Gott. Hola, hier hat man eine tolle Aussicht auf die Fahrt hier. Weißt du, wann die Burg erbaut wurde? Was, ich weiß es gleich. Die ist 912 bis 961. Ich weiß nicht mal vor oder nach Christus, du. Komm mal bitte klar und laber keine Scheiße!
Hier hinten sehen wir auch schon die Stierkampfarena, von der ich gesprochen habe. Ich kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Sie hat eine super schöne Aussicht. Ich muss auch sagen, ich finde das ganz toll hier, die ganzen Treppen, die ganzen Steine. Wenn man einen Rollstuhl hat, ist es vielleicht jetzt auch nicht problematisch. Something until you are disabled. Toilette. Da vorne ist eine, ich war schon. Malaga ist, muss ich sagen, sehr modern und auch sehr clean überall. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die 2027 sich für so eine Exposition beworben haben. Aber sie machen auf jeden Fall die Stadt richtig auf Vordermann. Es gibt auch viele Baustellen hier noch. Im Gegensatz zu Deutschland arbeiten die hier sogar in der Baustelle. Crazy, oder? Eine weitere krasse Sehenswürdigkeit hier in Malaga ist natürlich noch das Amphitheater, was natürlich auch nochmal zum Römischen Reich gehört. Machst du Tee-Test? Ist schon lecker. Kannst du mir kaufen. Malaga ist außerdem der Geburtsort von Picasso. Was macht ihr da? Ich bin gerade den Schritt gefasst. Wir sind hier, wie heißt das nochmal? Das ist sozusagen Tapas, nur so ein bisschen Kategorie McDonald's Burger King. Hier können wir dann aufschreiben, welche Tapas wir wollen, wie oft wir die wollen. Jeder von uns nimmt 2 oder 3. Es gibt hier sogar vegetarische Soße. Der Wein kostet 2 Euro. Nehmen wir Wein? Wollen wir? Ja, oder? Ja, wenn alle Wein nehmen, dann nehme ich auch Wein. Team to the Verdano, kann ich sehr empfehlen. Alter, das sieht so geil aus. Ist auch richtig schön angerichtet. All das für 37 Euro. Taste test. Oh, das ist geil. Safe ist das Fleisch. Oh, ist richtig geil. Oha. Die haben einfach 8 Stück 2,50 Euro gekostet. In Deutschland kriegst du sowas nicht. Bei Maggis kosten 4 Chicken Nuggets mittlerweile, glaube ich, 5 Euro, oder? Leute, wir sind jetzt bei Taco Bell. Sowas gibt's in Deutschland nicht. Crunchy Wrap Meal 9 Euro. Aber heute ist doch hier Taco Tuesday, da kostet nein, nur 1 Euro. Nein, Montag. Ach, scheiße. Okay, gucken wir was mal. Was kannst du machen, Quesarito? Was? Ich kann euch was empfehlen, okay? Ich kann euch auch nichts empfehlen, das gibt's hier nicht. Scheiße. Hallo Leute, Taco Bell war ein Flop. Nee, also es war eigentlich gar nicht so scheiße, aber es war schlechter als das letzte Mal, ne? Aber die Leute da waren sehr nett. Ich habe dann eine Review gemacht. Meine Review war, muss ich sagen, nicht so gut, ne? Aber ich habe dann Free Ice Cream bekommen. Der Typ war so süß. Ja, wir haben die Review gemacht. Ich blende euch das hier mal ein. Die zwei waren echt süß, ne? Also wenn ihr die mal seht hier in Malaga, gebt denen einen Gruß, ne? Gibt nur einen Taco Bell in Malaga. Kein Nein, es gibt zwei. Aber der war so weit außerhalb, der zählt nicht. Okay, wir sind Churros essen. Wie viel haben die jetzt gekostet? 3,20 Euro. Also 1,70 Cent. Mama Tisch Test. Leute, hier ist gerade Party. Das ist schon hot, ne? Schon hot, Alter. Ich dreh euch. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück, viel Erfolg und guten Segen. Wir haben jetzt einen Trip geplant zum Camilito del Rey. Ist anscheinend der schönste Wanderweg in ganz Spanien. Schauen wir mal, ob das das ist. So, erstmal wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Mein Name ist Luis. Das ist meine VIP-Karte. Ich würde sagen, euch später, ob wir das empfehlen können. Also, dieser Trip ist jetzt in 3 Schritte eingeteilt. Wir laufen jetzt erst dahin, dann laufen wir den einen Seite und dann die andere Seite. Guck mal, das sieht doch irgendwie voll lustig aus, wie diese Karawane da. Motiv verloren. Oh Gott, ich wurde verloren. Wir sind all prepped. Wir haben die tollen Helme auf. Das ist, glaube ich, der alte Bahnhof. Hier unten ist ein Wasserfall. Hier ist nämlich ein Wasserreservoir als Damm vor 200 Jahren gebaut worden, der als Energiespeicher für den Camelito del Rey gedient hat. Lana del Rey. Lana del Rey. Maren, mach mal Fitcheck. Also, ich hab den blauen Helm an. Der ist von hier. Du siehst ein bisschen aus wie so eine. Ich weiß auch nicht. Eigentlich war mein Style nicht intended to be Bauarbeiter, aber it seems like it. Turned into. Vicky ist einfach nur blau. Sie ist heute richtig die Heidelbeere. Ich sehe auch aus wie so ein Parkranger. Ich habe hier meine Marke, ich habe meinen Helm, meine tolle Weste, wo 50.000 Sachen reinpassen. Ne? Ich habe halt auch nur meine schlechtesten Schuhe an. Ist da? Ja, glaub schon, ne? Da sind ganz viele Leute gestorben. Vielleicht sterben wir auch heute.
ganze Wasser, was hier läuft, ist übrigens alles von dem Damm da vorne, um die Elektrizität für das ganze Ding hier zu produzieren. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir die Kamera haben, weil die kann hier nicht runterfallen, weil Marie hat die an ihrem Wristband. Die wurde bei mir besonders festgemacht. Das hier wurde vor ungefähr 200 Jahren, glaube ich, gebaut. Eigentlich als Traintrack, um von Malaga nach, wie hieß die andere Stadt? Weiß ich nicht mehr. Von Malaga irgendwie so eine Traintrack zu machen, ne? Hier hinter mich befinden sich über die eigentlichen Zuggleise, die Traintracks. Gehst du über die Brücke? Vorne ist nämlich die Train Station. Das sind die früher gelaufen, einfach ohne Gelände, einfach so. Jetzt habe ich mit Sicherheit Höhenangst. Wir sind am Beach. Morgen, was hast du? Die sind aber nicht vorgeschnitten, das ist schon scheiße irgendwie. Ich weiß die jetzt, zum Glück habe ich... Oh, machst du so? Ich habe jetzt einfach einen Döner draus gemacht. Celines, was habt ihr für eine Pizza? Keine Frage. Mein Kopf ist im Weg. Und ich will jetzt noch schwimmen gehen. Malaga ist nämlich, Fun Fact, eine der wärmsten Städte in Europa. Die Sonne scheint hier sogar 300 Tage im Jahr. Das Wasser hat vielleicht minus 3 oder so. Aber es ist ja hier Sommer, also wird schon warm sein, oder? Ja, es ist nicht warm, ne? Das ist wirklich crazy. Ja, das hätte ich mich jetzt auch, glaube ich, getraut. Ich habe nur so lange gewartet, weil ich noch pissen musste. Wir machen jetzt Orangencracking. Soll ich anfangen? Ja. What? Ist sie gecrackt? Die ist nicht gecrackt. Das ist meine. Ich habe natürlich gewonnen. Wild, wild, kommen Sie back next. Ah! Wir sind jetzt durch mit dem Video und durch mit den Nerven, wie immer am Ende des Videos. Wir wollen jetzt morgen wieder nach Hause, Sally 2 ist am Updancen. Ist das vorbei? Nee, doch. Doch, du kannst wieder herkommen. Ich glaub nicht euch. Ah! Geh weg, geh weg! Guck mal da durchgucken, sieht man es nicht. Also, bis nächste Woche. Tschüss! Das findet mein Gesicht nicht. Alter Waffenschwein.